Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde Sie gar was fragen. Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizier schoss. Lecken Sie mich. Vergessen Sie nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte endet. Wir sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn. Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Vorschrift. Na schön. Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. Willkommen im dritten Part. Weiter geht's. Geht aber echt ein paar Jahre momentan, ne? Ganz schön große Stadt. Allerdings, noch keine Waffenlaster. Nee, die Mühlen des Schicksals mahlen langsam. Miss Hint hier, Haymaker. Ich höre. Miss Hint, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garrisons Regiment die Jaffier-Brücke eingenommen. Dadurch sind Misfit und Helmöker in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kolschir-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit auszusteigen. Verstanden. Da ist Haymaker. Los geht's. Alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Sir. Verstanden. Blackburn, nimm den Mörser. Ja. Endlich ein Mörser. Los. 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 Aufpassen! Nimm die Steinmauer unter der Überführung als Bezugspunkt. Hilfe. Ich bin unschuldig. Ich trage einen Mörser. Tut mir nicht weh. Dann tue ich euch auch nicht weh. Tut mir nicht weh, ich tue euch nicht weh. Das ist ganz einfach. Obwohl, ich werde euch trotzdem weh tun. Naja, muss ja keiner wissen. Stell den Mörser dort auf. Überprüft Blende und Durchfahrtshöhe. Aber ich will an den Mörser. Und jetzt rüber über die Mauer. Los, wir machen das. Werden von der Steinmauer vorausgeschossen. 150 Meter. Der hat fliegen gelernt? Hier läuft eine Waffe. Den nehme ich mit. Aber kann man sich hier noch immer hin. Sicher.
dann halt nicht. Dann friss halt eine Granate und noch eine Granate. Noch eine Granate. Und dann lebt er immer noch. Warum ist der denn jetzt verrückt? Ging's hier nicht hoch? Da muss man erstmal treffen. Da muss man erstmal treffen, um da hinzukommen. Oh Mann. Kann man auch so blöd stehen. Lass mich da doch auch hochklettern. Bye bye. Oh nee, nein, nein. Ein bisschen höher. Ach komm, frisst. Feindliches Fußvolk auf der Anhöhe! Zielt auf die MG-Stellungen, damit wir hoch können! Ach komm, jetzt halt den Mund, die MG-Stellungen existieren nicht mehr. Das ist schon Geschichte. Oh, ich will. Oh Gott, ich schmeiß dir eine Granate entgegen. Oh Gott, ich hab gar keine Granate in der Hand. Oh. It's fail time.
It's real fail time. Hier lang. Meine Tür. Ist schon offen. Meine Tür. Oh, Tür auf. Bevor ich die aufmache, lade ich nach. Und die kriegen dann das Geheim. Edge. Edge. Tja, da wird man direkt durchleuchtet, ne? Keinen großen Spaß hier mit mir. Wenn die Tür aufgeht und man direkt durchlöchert wird. MG-Nestor? Schon wieder? Bye bye! Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Ich sehe gleich schon. Wo ist der hin? Du hast es gehört. Halt an. Bringen wir es hinter uns. Panzerfaust, Überführung. Oh. Benzin. Komm doch schon. Ich komme doch schon, ich komme doch schon. Hier. Ey, komm einfach weiter durch hier, zack, um die nächste Ecke rum. Ich gehe vor, traut sich ja keiner. Oh, da muss ich auch noch warten. Sobald wir draußen sind, will ich, dass ihr sie mit Flankenfeuer abfackelt. Verstanden? Verstanden! Von mir. Das war kein Teambeschuss. Aua. Gib mir die G16. Oh, die ist auch gut.
So, weiter geht's. Oh gut, dass ich... Wo renne ich eigentlich hin? Alle okay? Vielleicht sollte ich auch gucken, wo ich hinrenne. Und bei dir? Auch alles okay? Okay? Verflucht, das waren 94 und ich lebe noch. Mir geht's besser als okay, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Blackburn, bist du okay? Ich bin immer okay. Ist in Ordnung? Irgendwo muss es hier rausgehen. Los! Ha, guck mal. Und schon habe ich wieder die gewohnte Waffe. Du bist nicht getroffen. Luftunterstützung steht zur Verfügung, wenn Sie rechtzeitig hier sind. Ich will aus der Ecke raus. Hallo. Ah. Ich glaube, das ist die Bank. Nimm's an. Der Feind, die Leute ist wieder da. Wir müssen was tun. Scheiße. Wo ist der hin? Scheiße. Nichts gegen mich. Aua. 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 Sommer. Kann ich nicht mehr treffen? Stehst du da so blöd? Alle von hinten fertig. Hey, was soll das denn? Das liegt mir. Sehr schön. Sie besichtigen also ein brennendes, instabiles Bankgebäude. Also, wie geht's weiter? Sie haben mich erwischt! Ich bin getroffen!
kriegt man noch nicht mal mit, wenn das eigene Team ausrückt. Tja. Vielleicht sollte ich öfters auf die Map gucken. Aua, aua. Sag mal, hackt's bei dir? Okay, Team schon wieder ausgerückt, ohne dass man was mitbekommt. Kaum ist das Team weg, wird man unter Dauerbeschuss genommen. Auch nicht gerade nett. Also, darüber. Hört auf mich zu schießen, ich kann auch nichts dafür. Ich bin ein Opfer. Ich wollte nicht in den Krieg. Muss mir mein Platz klauen, du nicht benannter Soldat. Aua! Wo ist die RPK? Meine. Ja, komm. Lass mich. Ja, ich gehe erst schon. Entschuldigung. Kommst du denn noch rüber? Natürlich kommt er. Natürlich kommt er alleine rüber. Nee, ich nicht, ne? Hilf mir hoch! Ja, ich gehe da schon. Ich gehe da schon. Ich gehe da schon. Ja, komm. Hätte man nicht einfach die Sicherung abschießen können? Oder man macht die Luft weg? Eine Sache fällt mir auf, in Battlefield 4 gehen die Leitern schneller hoch. Da brauchen die nicht so lange dafür. Bin drin. So, und rein. Ah, lecker, eine Toilette. Und die ersten Leichen. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Jetzt! Ich fühle mich gerade wie im Multiplayer. Ich fühle mich gerade irgendwie wie im Multiplayer. Du neigst jemanden. Es gibt keine Knife-Konter, aber er knife dich trotzdem zurück. Ach komm, jetzt spring. Spring, spring, spring. Ja, komm, jetzt geh. Ich wollte keine Stunden lang warten. So. Bisschen rüber jumpen. Wollte gerade sagen, unter die Leiter stellen. Also bei dieser Feuerleiter braucht man Stunden, um irgendwo anzukommen. Hallo, die nicht weiter hochgeht. Doch, doch, da hinten. Komm, lass mich.
Mach mich auch. Ja, ich krieg erstmal die Tür ab. Ich hab ihn! Jetzt! Sicher! Mann, das meinen müssen wir direkt auf eins zu schießen. Nicht mit mir, Kollege. Deine Granaten kannst du selber behalten. Oh mein Gott. Hm? Ich renn mal kurz zurück. Ach komm, da versucht man mal was zu treffen. Der Quickscope funktioniert. Call of Duty halt besser. Ach, war ja auch kein Quickscope. Ich bin dran. Ja. Allen anderen Kragen. Hier, zack. Und zack. Und ich fahre auch fast. Man sagen, aua, du lebst ja noch.
Fuck. Hab dich. Moment. Erstmal die M98. Das reicht nicht an Munition. Da muss ich jetzt mal kurz zurückrennen. Über Munition auffüllen. Und dann kann es weitergehen. Tja, diese Folge wird, glaube ich, ein bisschen länger, denn ich will immer ein bisschen, bis sonst zu Ende ist. In dem Fall ist es diese Mission. Aua! Voll Idiot, schießen da auf mich. Komme ich von hier in die Munitionspistole? Ja. Gutes Timing. Weiter so. Es geht dann so. Pew. Oh, daneben. Pew. 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 Gentlemen, wir suchen nach Hinweisen auf Al-Bashir. Findet sie. Grabt alles um. Ihr da übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden. Blackburn, komm schon. Ich komm doch schon. Na los, Montes, mach die Tür auf. Ich nehme den Fahrstuhl. Und das Geld. Ich will vor. Hey. Mehr Geld gibt's nicht, oder wie? Klar. Sommer. Also hier geht's nicht. Okay, da geht's gut. 20 Meter runter. Langsam und leise. Lass das Seil vorsichtig runter. Mission Impossible, was? Entschuldigung. Ich habe noch gar nichts gemacht. Haltet Spannung auf dem Seil. Ja. Ich höre da unten was. Könnten Stimmen sein. Man sieht nur das Licht. Komm, ich will auch noch einmal. Boom. Ich zeig euch, wie das läuft. Zack. Das kann ich auch. Hier. Tja. Das sollte man schon können. Ganzes Team hinter mir. Wer macht die Tür auf?
Glaubst du, Al-Bashir ist da drin? Keine Ahnung. Finden wir es raus. Metkovic, öffne das Tor. Oh yeah. Oh, ich will zünden, ich will zünden. Volle Deckung! Oh. Gesichert, gesichert! Ich will schon was sagen. Was zum Teufel ist das? Montez! Riechst du das? Rauch. Kodit, wir müssen die Tür aufkriegen. Scheiße, ist die schwer! Ich geh rein. Einfach mit Geld. Heilige Scheiße. Das ist eine Goldmine. Das ist ein Operationsraum. Anscheinend wollten sie zerstören. Nein, komm doch. Alles noch da. Packt alles ein und nehmt's mit. Oh, Scheiße. Hier gibt's Karten von Paris, New York. Und auf einem Zugfahrplan steht 6:02. Heilige Scheiße. Komm hier rüber. Das ist radioaktiv. Findest du die Idee gut? Wir haben keine Wahl. Oh, Scheiße. Weißt du, was das ist? Nuklear. Bomben, russische. Da ist nur noch eine. Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen! Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein, keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier, Misfit 1-3. Hier, Misfit. Ich höre. Misfit, wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Kein gutes Zeichen. Nee, ist es wirklich nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Und tschüss.